auf zum Schlotter Grand Prix mit dir, Mario. Wir schauen uns hier im Polarland weiter um. Und ich bin mal gespannt, was es hier so Schönes gibt. Was müssen wir denn machen? Müssen wir noch ein paar Gegner besiegen? Hier haben wir erstmal Katzen-Mario. Wunderbar, prima. Scheint es irgendwie nicht wirklich was zu geben. Kurz umschauen, nicht dass wir hier was verpassen. Wäre ein bisschen unnötig. Hier oben drauf auch nichts. Scheint so, naja. Dann wollen wir doch mal mit irgendwen reden. Es fehlt ein Athlet, okay. Es sieht ganz lustig aus schon, wie hier bei Mario Kart oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das demnächst mal eine Strecke wird. Was geht hier so ab? Einer der Athleten kommt nicht aus dem Warteraum. Warum dauert das nur so lange? Gibt's denn was? Ja, dann lass uns doch einfach mal nachschauen, wo der so bleibt, dass er mal starten kann. Ich bin gespannt. Hier gibt es doch bestimmt wieder irgendwo was. Das rieche ich doch schon. Nicht? Okay. Schade. Tja, was gibt's denn so zu erzählen? Halt, Moment, hier hinten. Wir haben im letzten Part schon einige Monde geholt, wie ich sehe. Hier hinten gibt es allerdings nur in Anführungszeichen ein paar. Münzen. Na gut. Ich gebe mich ja zufrieden. Ah, das auch. Rennen? Nein, ich will nicht. Die anderen sind alle Vollprofis. Da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten würde, dann wäre ich auch aus dem Schneider. Ja, lol. Okay. Alter, WTF. Alter, was ist das für eine Steuerung? Oh Gott. Wie kann ich die hier? Kann ich das damit holen? Übelst ungenau, Alter. Mal sauber aufpassen. Ich glaube auch nicht, dass ich hier noch irgendwas vergessen habe oder so. Man kriegt anscheinend so einen Boost, wenn man das ordentlich timet. Hallo. Nein, Glitch, jetzt können wir das Rennen starten. Die Zuckergusstorte wurde gestohlen. Warum gibt es für den Gewinner einen Ultimond als Preis? Bist du bereit für das Rennen? Klar. Seit dem letzten Rennen ist eine Weile vergangen, darum beginnen wir mal mit einem Trainingsrennen. Ist eine gute Idee. Wow, scheiße, Alter. Warnt mich doch vor. Das ist mega nice. Können wir abkürzen? Wow. Huch. Ja, mega easy, Alter. Man muss halt nur ordentlich springen, dann wird das wahrscheinlich gehen. Schneeflockenpiste Klasse A, Schlotter Grand Prix. Sind tatsächlich schon ganz gut eigentlich hier, so Platz 4, ne? Guter Start. In 3 Runden. Wow. Schaut aber gut aus. Schaut in der Tat gut aus. Jetzt war ich gerade kurz Erster. Jawoll. Ein bisschen noch Führung ausbauen, das ist doch kein Problem hier, Alter. Überhaupt kein Problem. Ah. Hätte ich nicht zu früh sagen sollen, das verkacke ich doch noch am Ende aber früher. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht.
shit. Ah, ich hatte anscheinend einen guten Vorsprung. Kannst du nicht erzählen, dass jetzt der mich noch in der letzten Runde überholt. Nein. Du Arschloch. Alter. Das war ja mal mega unverdient. So ein Wichser. Schnauze, ich will keine 3 Münzen. Gott, ey. Kannst du nicht erzählen, alles Betrüger hier, Halsabschneider. Das geht ja gar nicht. Ob es hier noch irgendwo einen Secret gibt? Irgendeinen versteckten Mond oder so? Das hier auslässt, dann hat man auch ein Problem. Aber ich bin hier immer, guck mal, wie ich hier immer so beschissen an diese Dingens dran springe. Das ist echt blöd, wow. Alter, scheiße. Richtig verhauen, egal, komm. Wow. Jawohl, endlich. Sehr schön. Da kommt das hier an anderen. Wunderbar. Ja, kein Problem, ne? Haben wir easy einen Dreiermond mitgenommen. Multimond meine ich natürlich. Was für ein unglaubliches Rennen, man konnte dich fast nicht erkennen, du Überschallschneeball. Der Multimond ist unser Preis für den ehrenhaften Gewinner. Gönn dir. Her damit. Wir schauen uns gleich auch auf der Overworld noch ein bisschen um. Ich bin gespannt, was da noch so abgeht. Ich weiß nicht, ob das die einzige Mission war. Eigentlich dürfte es nicht so sein. Es wäre ein bisschen sehr komisch. Wo fliegen die denn damit hin? Da oben sehe ich was. Das ist wahrscheinlich auch so eine geheime Insel, die man von irgendwo mit Hilfe eines Portals holen kann. Wo ist denn die Sonne? Das sieht mir eher aus wie der Mond. Okay, jetzt sind wir hier oben. Wir haben die Welt schon abgeschlossen, weil dieses Vieh hier da ist, dieser Toad. Okay. Ja, wir könnten natürlich schon weiter, aber ich habe eigentlich noch keine Lust darauf weiterzugehen. Ich möchte mich noch ein bisschen umschauen. Guck mal, hier sind Mondteile. Zumindest eins. Ein Mondstückchen. Ich habe die Dingens gesehen, keine Angst. Ich will mich nur hier erstmal umschauen. Was auch immer man hier machen muss. Was bringt es mir denn, wenn ich das Teil nach da drüben verschiebe? Hast du was gesehen? Ein paar Münzen. Es fehlen nur noch 12 Stück. Ich bin mal gespannt, ob wir die hier irgendwie noch zusammenbekommen. Können wir hier oben noch irgendwas finden? So, da ist die Odyssee. Ansonsten, die Welt ist ja nicht wirklich groß, ne? Wollen wir mal hier machen? Da unten ist ein Mondstück. Das sollte ich mir aber, glaube ich, mit einem, was weiß ich wie, holen. Aber auf jeden Fall nicht mit Mario an sich, weil dem wird ja ziemlich schnell kalt im Wasser, was ich auch ganz ehrlich verstehen kann. Ist das hier ein Rätsel oder wie sieht das aus? Kann ich alles zerstören und dann passiert irgendwas? Oder dann halt nicht. Aber da ist eine Note.
ziemlich einfach. Achso, oh. Das war's noch nicht. Immer noch nicht. Yes. Ja gut, für das gibt's ja eigentlich immer einen Mond, ne? Wenn man diese Dinger einsammelt. Ist nice. Notenjagd im Schneegestöber. Okay, ich habe hier oben gerade noch was gesehen. Genau, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Captain Toad! Hallo, mein Freund. Es war so unglaublich kalt, da habe ich nach einem Unterschlupf gesucht und wurde unter Schnee begraben. Aber Glück im Unglück, ich habe einen Mond im Schnee gefunden. Viel Spaß damit. Yeah. Danke dir. Captain Toad ist ein kühler Typ. Ein kühler Typ, ja. Okay. Weiter geht's, da haben wir unseren Schneeblock. Hier ist eine Tür. Na los. Schauen wir doch mal hier rein. Eck im gefrorenen Meer. Oh nein, nicht schon wieder Pfeile laufen. Und vor allem noch auf dem Eis. Hey Kumpel, Lust auf kleine, kleine Herausforderungen? Laufen finden ja die meisten ganz schön, aber kaum jemand gibt sie richtig Mühe. Beim Pfeile laufen geht es genau darum. Wenn du dich als Talent erweist, bekommst du sogar einen Preis. Willst du es versuchen? Klar. Ach, auch noch im Dreieck. WTF. Die Regeln sind kinderleicht. Folge einfach den Pfeilen auf den Boden. Jetzt kommt der knifflige Teil. Nach kurzer Zeit verschwinden die Pfeile. Du musst mindestens 80 Punkte einheimsen. Klar, auf geht's. Oh, ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Ah, könnte noch besser sein. Ne, das sind keine 80 Punkte. Ja, das hätte jetzt auch nicht sein müssen, mein Freund. Ja, komm, müssen wir es halt nochmal machen. Also auf jeden Fall schwerer als das andere. Aber wir schaffen das schon. Also die Punkte hier, die müssen wir mitnehmen. Und dann hier hinten ist dann... Ja, easy. 100 Punkte, hat alles gezählt. Dein Laufer, nicht von schlechten Eltern. Tada, dieser Mond gehört jetzt dir. Denk mal, also, weiß ich nicht, ob man, kriegen wir noch ein extra, weil wir 100 geschafft haben, oder? Ne, hat keine Preise mehr, okay. Gut, dann hauen wir wieder ab. Ich glaube, irgendwie mehr gibt es hier nicht. Irgendwas Verstecktes. Dann ab nach draußen. Okay. Da ist noch eine. Der wird aber hier vorgeschossen. Kacke, Alter. Das war knapp. Ach, scheiße. Gib mir ein Cheep Cheep. Du frierst bestimmt nicht, oder? Richtig. Gehen wir mal ein bisschen tauchen. Gibt's hier noch was? Ich glaube, dann erkunden wir jetzt erstmal das Wasser. Wenn wir jetzt einmal dabei sind, erkunden wir mal das Wasser. So nicht. Das möchte ich auch gerne machen. Danke. Ist hier noch was? Nö. Hier unten sind noch ein paar Münzen. Wir haben es bald, Leute. Das wäre das erste Mal, dass wir in einer Welt hier alle Münzen sammeln von den Dealern. Ne? Das wäre mal eine coole Sache auf jeden Fall. Ich glaube, wir finden auch alle. Hier sind zum Beispiel noch welche. Hier sind irgendwo solche Viecher, die hier irgendwas rumpusten. Die haben wir schon eingesammelt. Wir können ja aber hier hinten rumschieben. Und noch sehen, ob noch irgendwas im Wasser ist. Irgendwo. Da ist noch ein Block. Und hier haben wir das Vieh geholt. Von daher schätze ich mal, das war es jetzt so langsam drin.
stehen denn hier so 5 Milliarden von diesen Viechern rum, Alter? Scheiße. Jetzt ab. Hey, das ist ja sauschwer. Ja, was? Mann, das ist doch dreckig. So schwer ist es doch nicht. Boah. Aber ganz, ganz knappe Sache, du. Okay. Schnell raus aus dem Eiswasser. Nicht, dass Mario sich noch erkältet, wäre schlecht. Und wir schauen hier zu dir noch. Darf ich jetzt schön ohne meine Kappe hier irgendwelchen Scheiß machen? Ja, klar. Hier bin ich hergekommen. Hier sollte ich wahrscheinlich nicht runter. Da ist ein Goomba. Ach, das ist Wasser hoch. Da gehe ich doch dann lieber oben drauf. Ne? Da drüben ist eine Röhre mit dem Mund. Es gibt ja immer zwei Monde, das muss man nicht denken. Kann ich auch nichts machen. Was ist denn da außen? Achso, ne, da bin ich hergekommen. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ich suche die ganze Zeit nach Secrets, aber hier ist irgendwie nichts. Scheiße. Ja, bleib lieber unten. Komm jetzt lieber hier rein. Hier vielleicht noch irgendwas? Scheint nicht. Okay. Hier muss doch noch irgendwas. Hier muss doch noch irgendwas sein, oder nicht? Hier oben zum Beispiel. Ja, super. Weil irgendwie gibt es in diesen Sub-Leveln hier immer neues, zwei Monde. Achso, ich kann ja einfach raus. Geht doch einfach da raus! Was ist denn das für ein Depp? Meine Fresse. Egal, wäre egal. Springen und schwimmen im Eiswasser. Kein Problem. Gut, dann nehmen wir uns jetzt unsere Mütze und schauen uns noch weiter um. Weil es scheint hier noch mehrere Sachen zu geben. Ah, da ist ja so ein Windvieh, ne? Siehste. Das brauchen wir dann gleich, würde ich sagen zumindest. Da waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Da drüben wollte ich, glaube ich, noch hin. Ansonsten haben wir uns außenrum auch schon ganz gut umgeschaut. Da oben war Toad drin. Ich sehe hier irgendein... Whatever. Ach, das ist hier so ein Samen. Da habe ich vorhin schon gesehen, wo der hin muss. Aber erstmal hole ich mir dich. Da wollte ich eigentlich nicht runter, aber egal. Nee, eigentlich ist es egal. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Achso, mit der Röhre bestimmt. Ja. Wie soll ich bitte da hochkommen? Ab.
okay, dann halt nicht. Aber wir können uns mal hier irgendwas kaufen. Das wollte ich sowieso mal machen. Kaufen wir uns doch einfach mal hier diesen Aufkleber. Das mache ich am besten jetzt immer. Weil das eigentlich ganz cool ist, wenn die so an der Odyssee hinten dran sind. Achso, habe ich schon alles gekauft. Leute, dann fehlen ja nur noch 7 Münzen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, dann war es tatsächlich doch ziemlich sinnlos, dass wir runtergefallen sind. Das haben wir, den Mond da hinten haben wir auch noch. Keine Ahnung. So, jetzt will ich mir auch trotzdem das Vieh holen. So, wo kann ich mit dir überall hin? Da hoch zum Beispiel, siehst du? Genau. Das mache ich auf jeden Fall mal. Beziehungsweise es gab noch irgendwo eine Stelle, wo ich aufs Eck pusten konnte, so einen Block. Wo war das denn? Aber ich glaube, da hoch muss ich mit dem anderen Vieh. Mit dem hier kann ich jetzt bestimmen. Da ist noch ein Mondteil, unser letztes, das hole ich dann noch. Und da waren wir auch noch nicht, dort oben. Da muss ich hin mit dem Vieh, genau. Ich wusste doch, ich habe irgendwo was gesehen. Hinein mit dir, Mario. Bin gespannt. Das ist eine Art Rätsel. Ist es Eiswasser? Ja. Ganz vorsichtig. Das Kleine muss dahin. Das Große dort, okay. Das könnte jetzt wahrscheinlich eine Weile dauern. Obwohl, nee, doch nicht. Das ist ja so einfach. Weil wenn ich das jetzt nämlich nach da hinten haue. Einfach. Ach, falsche Richtung, mein Gott. Das ist zum Thema einfach. Ich glaube, ich habe es mir gerade versaut. Kann das sein? Nee, doch nicht. Glück gehabt. Nur das in die falsche Richtung. Aber hier scheint es nur einen Mond zu geben. Weil irgendwie kann ich nicht glauben, dass man hier noch einen anderen haben kann. Achso, jetzt geht das erstmal auf. Okay. Ja, gut. Pusten und rutschen. Oder gibt es hier noch irgendwas? Da hoch kann man auf keinen Fall. Das sieht allgemein ziemlich creepy aus hier. Und da geht's auch direkt runter. Nee, nee. Ich denke mal, in dem Level war's das. Es fehlen noch 3 Stück. Da ist ein Hase. Oh, du blöder Asozialer, kannst auch darum. Boah, den hätte ich jetzt aber haben können. Alter, mach doch mal das, was ich von dir will, Alter. Okay, das war jetzt mehr oder weniger Glück, weil der nicht umgedreht ist, sondern voll in meine Richtung gelaufen ist. Hoppeli hopp im Schnee. Mal den Mond also auch noch. Und hier oben gab es auch noch was. Was habe ich denn hier gesehen? Nachher gibt es noch den nächsten Mond. Okay. Da ist noch ein Lakito, habe ich gesehen. Okay, den können wir auch noch mitnehmen. Lakito, komm her. Hier, komm. Ja, komm. Ich muss jetzt erstmal ein Stück abhauen, oder? Gab es hier noch irgendwas? Könnte ich denn noch 3 Münzen übersehen haben? Die noch hier außen irgendwo sind? Oder ob die irgendwo innen sind? Keine Ahnung. Ist der fette Fisch wieder da?
Alter, ich hatte den doch, da war doch gerade dran. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, wo sind die letzten Münzen? Ich muss da gleich nochmal hin. Und dann hole ich da oben noch das Vieh. Ich werde jetzt wohl noch 3 Münzen finden irgendwo. Bist du wieder da? Ja. So, das war noch nie so schwer. Komm her jetzt. Was? Das kannst du mir nicht erzählen. Der war halt dran einfach. Er ist die ganze Zeit immer, wenn es vibriert, drücke ich, da ist er ja eigentlich dran und dann. Nö. Kein Bock. Komm jetzt her, du Drecksvieh, Alter. Hallo. Seh nischt. Das Teil hat keinen Bock, Alter. Was ist das denn? Komm jetzt her. Geht doch. Mein Gott. Es war doch nicht so schwer. Angeln im Gletscher. Gletscher. Hm. Im Gletscher. So, ich muss mir... Eine Tür habe ich noch irgendwo gehabt, die ich mir anschauen wollte. War das da hinten? Ne, da waren wir schon. So, da, wo diese Pinguine oben drauf saßen. Wo war das denn? War das hier? Ne, da ist nur die Frucht. Da gibt es sicher auch noch einen Mond. Oder halt, whatever, Samen, keine Ahnung. Da ist noch der Mond. Hier. Hier ist das. Ja. Das wollte ich nicht. Schaffen wir es noch? Ja, das schaffen wir noch. Gerade so. Vielleicht mal ein bisschen umschauen. Ah ja, stimmt, mit den Dingern kann man ja auf dem Eis laufen. Jesus Christ. Warum kann der nicht springen, wenn der diese Pflanzen hat? Hä, das ist ja dämlich. Weil ich konnte gerade nicht springen. Ich habe gedrückt, aber ist nicht gehüpft. Ja, gut, wenn man natürlich so dämlich ist und da daneben springt, okay. Ach gut. Ich sehe schon wieder, das kann dauern. Wow. Alter, mach doch mal nicht so eine Scheiße. Okay. Man hat ja immer so ein bisschen so einen, im Prinzip so einen kleinen Zwischenhalt hier. Jesus Christ. Und ich glaube, diese eine Pflanze, die da oben mitten auf dem Weg steht, muss halt locker noch mitnehmen. Ja, war ja klar. Wow. Yes. Das war irgendwie klar. Ratzfatz die Anhöhe hinauf. Aber hier waren auch nicht die 3 Münzen. Ich habe jetzt wenigstens gedacht, die sind hier irgendwo. Alle Achtung, dass du es bisher geschafft hast. Du bist echt gut. Dann kann ich mir auch nichts kaufen. Ah, fuck. Ich wollte eigentlich genau reinlanden. Egal. Ratzfatz übers eisige Wasser. Das war jetzt unser 25. Mond. Das ist auch. Okay.
Der 26. steht auch schon da drüben bereit. Ich weiß allerdings nicht, wie man das manchmal macht hier. Dass man zu dieser Mütze hinspringt. Ich mach das zwar immer mal, aber das ist einfach nur ausprobieren. Ich drück dann irgendeine Tastenkombination, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Es müssen doch noch irgendwo diese letzten drei roten Münzen, lila Münzen sein. Irgendwo. So, ich gehe erst nochmal nach hier oben. Ach so, und hier muss man auch das Ding hinbringen. Na, dann ist es ja nicht weit. Das machen wir gerade mal. Aber, obwohl, eigentlich müssen wir es im nächsten Part machen. Wir haben keine Zeit mehr. Dann wird das das erste sein, was wir im nächsten Part machen. Und dann schaue ich nochmal, wo denn die letzten Münzen sein könnten. Willst du mich verarschen? Ich dachte schon, ich krieg die jetzt nicht mehr. Wäre jetzt ein bisschen fail gewesen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao.